Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Folge in Minecraft. Denn heute, ja, was machen wir denn heute? Naja, also im Endeffekt, wir bauen so gesehen weiter in unseren Garten Eden und versuchen mal, dass die Grundfläche oben, ich sag's mal, ja, anzupassen oder sowas. Denn wir brauchen dafür leider noch ein bisschen Erde. Ja, das fehlt uns leider tatsächlich komplett. Wir haben einfach keine Erde mehr. Und dementsprechend schlagen wir heute zwei Fliegen mit einer Klatsche, so gesehen. Nämlich, wir bauen hier erstmal ein bisschen Erde ab. Und dabei wird natürlich das Land so gesehen ein bisschen Terraforming betrieben. Also es wird angepasst an unsere Höhe, die wir hier eigentlich haben. Und gleichzeitig haben wir dann auch Erde für da oben. Ja, das war oben die Fläche da. Ja. Dass wir unsere Grundfläche haben, dass wir auch das Grundgerüst bauen können. Aber mal schauen, wie es läuft. Ne? Ich glaube, da oben, das wird ein mega großes und mega langes Projekt, habe ich so im Gefühl. Aber egal, da ja Erde-Farm jetzt nicht so das Spannendste ist, würde ich sagen, ich skippe das jetzt einfach mal und ja, wir sehen uns gleich. So, ich habe jetzt ein bisschen Erde gefarmt. Ihr seht auch, dass hier gut was weggegangen ist und ich auch jetzt ein paar Stacks habe. Es hat mich circa 4 Schaufeln gekostet. Und das Ganze können wir jetzt hier in dieser, ich sag's mal, Grundfläche machen. Also diese Plattform, die ich hier angefangen hatte zu bauen. Ja. Obwohl man hier auch sagen muss, dass ich eigentlich die Plattform eins nach unten tun muss, weil in dieser Ebene wird ja später das Haus stehen. Ja, deswegen. Das Hallo Schwein. Bisschen vielleicht unüberlegt, unpraktisch, wie auch immer. Deswegen machen wir das einfach mal so. Genau. Na ja, gut, das werde ich trotzdem noch auf dieser Fläche hier bauen, weil es ist ja schon hier angefangen. So. Wie gesagt, das sieht jetzt zwar hässlich aus, das stimme ich euch voll zu. Aber es dient uns ja später nur als Hilfe, damit wir hier schön bauen können. Ne? So gesehen ein Gerüst, könnt ihr es vielleicht auch sogar nennen, in ihrer schrecklichsten Form. Aber egal, es wird uns später einfach gut helfen. So, hier, ne, hier ist eigentlich schon unsere Grenze, ne, sprich das Haus wird irgendwie über die Grenze gehen. Muss ich auch noch genau überlegen, wie das später unten mal aussehen soll. Aber das kann man auch nach dem machen, wenn das Haus hier einmal steht. Oder eher gesagt, das Kloster oder wie auch immer. Deswegen mal schauen. So. Ich habe jetzt genug Erde, dass wir hier auf jeden Fall mal die Fläche ausfüllen können. Was ich ja persönlich ziemlich gut finde. So. Ich meine, es wird zwar ewig noch Folgen dauern. Ich wollte gerade Jahre sagen, aber es sind ja Folgen. Keine Jahre. Bis das Ganze hier mal fertig ist. Aber irgendwann wird das auch richtig gut aussehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich hatte 6. Das bedeutet 1, 2. 3, 4, 5, 6. Okay. Das wissen wir wenigstens, wie weit wir gehen müssen. Ja, okay. So, falls ich auf meinem Gelände mal Monster farmen möchte, muss ich einfach nur hier drunter gehen, weil hier kommt ja absolut kein Sonnenlicht mehr hin. Und das wird dann ziemlich, ja, einfach, kann man sagen. Weil die Monster spawnen ja dann hier dementsprechend auch einfach gut. So, wenn ich jetzt hier runterfalle, wird das schmerzhaft. So viel kann man schon mal sagen. Sollte man besser nicht machen. Sollte man besser nicht machen. Nee. Kein Fall. So. Okay. So, jetzt müssen wir hier noch die Blätter wegmachen. Wieder einen Setzling bekommen. Okay. So. Aber auch Setzlinge. Ich habe bestimmt schon 2, 3 oder 4 Stück oder sowas. 4, ja. Heftig. So. Aber egal. So, da ist wieder unsere Mauer. Das erkennt man an dem schönen Stein, von dem ich nicht genug hatte. Ja, irgendwann muss ich auch einfach mal Cobblestone mal farmen. Also richtig viel Cobblestone. Das wird wahrscheinlich dann auch in irgendeiner Folge sein, wo ich es wie heute auch einfach skippe, weil das ist ja langweilig, ne? Das schaut sich doch keiner an, ne? Aber es ist halt so ein Übel, was gemacht werden muss, weil mit Cobblestone, ne, kann man dann Cleanstone machen. Und mit Cleanstone kann ich dann wiederum diese Steine bauen. Die hier. Steinziegel. So heißen die auf Deutsch. Ja, ich verwende immer den englischen Begriff, weil ich Minecraft auf Englisch eigentlich immer gespielt habe. Also früher, selbst wo ich noch kleiner war. Dann habe ich halt die Begriffe Cobblestone und so, ne, einfach eingeprägt.
klar, jetzt Holz oder sowas, ne, da habe ich mittlerweile mich daran gewöhnt, dass ich es auf Deutsch sage, ne, aber ich glaube, ihr versteht nicht generell, was ich meine. So. Wir sind sogar fast fertig mit unserer Umrundung der Fläche. So, ja, du Baum wirst später auch mal gefällt. Na gut, das, na, ich. Na komm. Stehst mir im Weg. Kann man auch jetzt schon machen. So, komm her. So. Genau. Ich meine, die Blätter verschwinden jetzt nicht, weil das ja sowieso nochmal an anderen Bäumen zusammenhängt, ne? Deswegen ist das nur so halb gefällt, aber es reicht erstmal, um hier weiterzumachen. So. Hallo? Das Gras mobst mich. Ganz offensichtlich. So, du bist leider auch mal komplett am Weg. Aber mal absolut. So. Genau, da fällen wir dich jetzt auch nochmal ein. Kriegen wir jetzt ein bisschen Holz. Zwar nicht das Holz, was wir brauchen, aber es ist Holz. Holz ist Holz. So, genau. Und dich wollen wir auch nochmal fällen, weil du bist ja auch mal eindeutig zu weit im Weg. So. So, erstmal essen hier natürlich. Das Wichtigste. So, dann füttern, füttern. So, genau. Jetzt kann man hier weitermachen. So, jetzt hier auch eins. So. Ja, ich baue mich jetzt auch mal krass im Baum rein. Ich meine, wer kennt's nicht, ne? Also, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Okay, soweit würde das Ganze hier gehen. Hallo? Lasst mich doch mal hier durch. Die Blätter hier. So. Ist halt die Frage, ob ich gerade das Gebäude dezent so groß plane. Obwohl es so groß finde ich jetzt nicht, aber die Fläche ist halt, ne, es ist halt nicht die quadratische Fläche, die ich hier halt habe, ne? Und das Haus wird halt sehr quadratisch. Gut, ist halt Minecraft, ne? Klar, man kann auch rund bauen, aber im Endeffekt ist meistens eh quadratisch. So, genau, dann kommst du auch nochmal hier. So weit weg. So, ich baue auch nochmal ab Blätter. So. Können wir mal schauen. Es wird jetzt wohl abends. Müssen wir gleich nochmal schlafen gehen. Wahrscheinlich. Das sieht wohl ganz so aus, das müssen wir auch noch gleich nochmal schlafen gehen. Aber egal. So. Aber krass, ne? Ich habe schon sehr viel Erde aufgebraucht, um einfach nur diese Grundfläche hier zu bauen. Also man sollte das hier nicht unterschätzen, wie viel Erde ich gerade gefarmt habe und eigentlich wieder verbaut habe. Aber es ist jetzt Abend. Ich gehe mal schnell in die Haie, bevor mich hier gewisse nette Tiere mich hier begrüßen. Zum Beispiel das Schwein da. Ihr seht's ja, ne? Das Schwein. Das böse Schwein. Naja. Muss man Angst haben. Ich sag's euch. So. Ja, ich glaube, Cobblestone hatte ich hier drinnen. Okay, ich hab eins. Ich hab zwei. Ich brauche aber drei für eine Axt. Weil meine Axt ist gleich tot. Ja. Aber eben war hier, ja genau hier. Dann snack ich mir kurz hier mal so an Stein. So. Und jetzt. Nein! Nicht. Ah, okay. Nicht hinbekommen. So, jetzt können wir uns nämlich eine neue Axt machen. Für den Fall, dass unsere gleich kaputt gehen wird. Was heißt für den Fall? Die wird auf jeden Fall kaputt gehen. Aber wir sind dann wenigstens vorbereitet. So, den Baum fällen wir uns auch nochmal. Denn das Holz brauchen wir auf jeden Fall. Auch eine riesige Menge. Wirklich eine komplette Menge brauchen wir davon. Deswegen, immer wenn hier so ein Baum wächst, kann man eigentlich. Das Fällen. So. Immer schön wieder einen neuen hinsetzen. Damit immer wieder schon was nachwächst. So, jetzt sind wir wieder hier und bauen weiter an unserer Grundfläche vom, ja, unserer neuen Religion, kann man schon fast sagen, ja.
Das wird später sowas von unserer Religion. So. Genau, dann komme ich hier auch nochmal weg. Ich meine, ne, ihr kennt es ja, ne, ich stütze so einen Baum als Stütze. Strange, aber funktioniert ja. So. Na, später brauche ich auf jeden Fall noch hier irgendwie so einen Aufstieg, weil wenn das eine geschlossene Plattform ist, komme ich ja gar nicht bei hier rauf. Aber mal schauen. Da werde ich mir irgendwie so eine Art Treppe bauen. Aber wird schon machbar sein. So, wir sind jetzt hier bei Anings. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, so weit wird es gehen. Und dann können wir auch hier hinbauen. Ja, leider ist hier auch wieder so ein, nicht mal wirklich ein kleiner Baum, sondern ein größerer Baum. Aber im Weg ist halt im Weg. Kann man nicht anders sagen. Aber unsere Plattform ist fast fertig. Dann kann man weiter bauen an unserem Vorhaben. So, genau. Wir haben jetzt eine Etage tiefer gebaut. Aus dem Grund, ne, weil ich habe ja die Holz ja auch, ne, so als tiefer gebaut. Das bedeutet, ich müsste immer das Gras hier wegmachen, wenn ich irgendwas bauen möchte. Und das ist halt irgendwie, ja, blöd. Dementsprechend halt einfach gesagt, ich mache das direkt einfach eine Etage tiefer. Dann haben wir später beim Bauen leichter. So, euer Schwein rettet sich noch von der Plattform. Kluges Schwein. So. Weil die Tierhaltung wird das hier nicht. Das ist ja Garten Eden, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Jetzt haben wir hier ein paar Bäume, die leider wirklich im Weg sind. So. So, ja, dich müssen wir leider auch fällen. Ist mir auch dezent im Weg. Ja, habe ich auch gesagt. Die Axt wird irgendwann, ja, weg sein. So. Die Blätter. Habe ich eine Schere? Nein, habe ich nicht. Jetzt hätte man das alles hier so mit der Schere ganz schnell so wie so eine Art Rasierer wegmachen können, aber leider nicht. Leider nicht. Aber ihr habt doch keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Holz. Ich weiß, braucht zwar eine gewisse Zeit mit dir despawned, aber ihr fragt auch nicht irgendwie an zu despawnen. Also doch, jetzt okay. Man muss sich ja nur beschweren, würde ich sagen. So. Okay, die Plattform ist nahezu fertig. Jetzt ist sie fertig. So, okay, sehr schön. Also unsere Plattform ist jetzt soweit durch. Jetzt kann man hier noch die Löcher stopfen mit dem restlichen an Erdmaterial, was man besitzt. So, die Blume tun wir einfach mal direkt gleich wieder dahin. Denn wir haben ja hier Bienen und Bienen brauchen Blumen. So. Dann tue ich einfach hier hin. Passt auch. So, okay. Rundherum würde ich sagen, ist das jetzt. Ne, hier ist noch nicht aufgefüllt. Okay, ich wollte gerade sagen, alles ist aufgefüllt. Das bedeutet, dann hätte ich jetzt eine richtig ranzige Erdtreppe hier hochbauen können. Aber das kommt dann wohl jetzt. So, genau. Hier kommt was hin. Und. Na, hier ist auch noch nicht. Okay, kann man auch hier machen. So, okay, ja. Es muss ich hier runterkommen, ohne zu sterben. Challenge accepted. So. Jetzt noch wieder was essen. So, wir müssen jetzt da hoch. Das bedeutet, ich fange jetzt am besten hier in der Nähe vom Haus an, mir so eine Art Erdtreppe zu bauen. Eine Erdtreppe ist einfach hässlich, aber sie erfüllt ihren Zweck. Na, ihr versteht das Prinzip. So. Okay. Gut, das ist jetzt unsere Erdtreppe, damit wir wenigstens wieder hochkommen. So, die Bäume fäll ich auf jeden Fall auch nochmal. So. Du bist aber groß, hast viel Holz. Gefällt mir. Aber ja, klar. So. So, sehr schön. War nicht eben hier noch Setzlinge? Oder sind die... Nein, als ob die despawned sind. Oh no. So, na gut, dann muss ich warten, bis da Setzlinge kommen. In der Zeit fäll ich mal den hier. So.
Also ich glaube, du hast nicht so viel Holz wie der andere. Nee. Leider nicht. So. Ah, da oben ist ein Setzling. Den Setzling brauche ich jetzt. Damit ich neu pflanzen kann und so. So, genau. Setzling. Und genau, du bist hier. Und da drüben sind sogar, ich glaube sogar zwei Setzlinge, kann das sein? Ja, und dann bist du hier. So, okay, dann gehen wir jetzt endlich, wo wir unsere Plattform gebaut haben, mal nach oben. Und gucken mal. So, wir haben ja, also ich habe ja drüber philosophiert, kann man schon fast sagen, wie breit denn das Haus denn sein soll. Ja, ist klar, ne, es wird das, ne, ist halt die Frage, ne, also wie viel Platz braucht man? Ne, macht man es einfach nur so vier, also hier, ne, also so gesehen, das ist die Außenwand, ne, dieser Block, ne, und dann hat man Innenraum 1, 2, 3, 4 Blöcke theoretisch Platz. So, ist halt die Frage, 4 oder 5 Blöcke, ne, 5 wäre bis hier, ne, wäre auf jeden Fall ein größeres Haus. Aber ich glaube, dann kann man cleaner bauen. Ja, komm, ich würde sagen, wir machen. Wir gehen auf die 5. Wir gehen auf die 5. So. Und deswegen habe ich das. Ne? Also wir machen jetzt hier so außen. Ich habe gehört. Das bedeutet, wir werden angegriffen, Leute. Ja, die haben ein Schild. Ich will das Schild. Haut ab. Also, du mit dem Schild nicht, die anderen haut ab. So, Schild habe ich, Eisenrüstung habe ich. Genau, dann, mache ich erstmal kurz hier meine Wasserlände-Action-Skills. Ja, easy. One shot! One hit. Ich krieg die nicht so gehittet, leider. Aber guck mal, die Mauer funktioniert. Die Mauer funktioniert bestens. So, ich muss jetzt nur noch hier. Okay, ja, das ist doch easy. Die hütten sich gerade alle gegenseitig. Ah, jetzt hat er mich gehittet. So, jetzt kommt er! Aua. Ah, tot. Aua. So. Du machst mir Stress hier, ne? So, jetzt habe ich dich auch. Genau. Na, guck mal, die haben sogar eine Armbrust fallen lassen. Das ist doch mal freundlich. Ein paar Pfeile. Aber egal. Wir haben jetzt aber was Böses. Was sehr Böses. Freiwilliges Exil. Ne? Das ist jetzt hier, das seht ihr hier. Irgendwas. Na, ich weiß nicht, wo man es genau sehen kann. Aber das ist nichts Gutes. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass das nichts Gutes ist. So, jetzt gehen wir hier mal hoch. Um das wieder wegzubekommen. Deswegen sind Kühe ganz praktisch. Ne? Weil durch die Kühe kriege ich das jetzt wieder weg. Und zwar gehe ich jetzt hier in die Kuhgehege rein. Ne, ich habe jetzt so eine Art Gift oder sowas. Auch wenn das komisch klingt. So, ja, ich kriege das Wasser gerade irgendwie nicht weg. So, egal. Weil jetzt trinke ich Milch. Und weg ist das. Ne, easy going. Und das Problem ist, wenn man diesen Gift hat, ne, oder dieses böse Omen, sagt man eigentlich dazu, ne, dann kommen irgendwann so Monster zu einem. Also, die kommen dann nochmal. Also, ne, nicht Monster in diesem Sinne, sondern halt diese Typen da. Und die kommen aber nicht in so einer kleinen Gruppe. Nein, die greifen dich tatsächlich mit einer richtigen Armee an. Und da kommt so ein richtiges Ungetüm, was ja so aussieht wie ein Nashorn oder sowas. Und ja, bist halt am Arsch. Ne? Weil das Ding zu töten ist nicht leicht. Vor allen Dingen, wenn du, ne, nur eine Eisenrüstung hast und irgendwie keine Eisengolems, die dich da unterstützen können, etc. Deswegen sollte man das Ganze eigentlich soweit lassen.
Aber egal, Leute. Ein Blick auf die Uhr und auf die Karotten sagt mir schon, dass die Folge vorüber ist. Das bedeutet, ja, ich würde sagen, ich cutte das hier einfach mal an dieser Stelle. Wenn euch diese Folge gefallen hat, Leute, dann würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.